Hallo ihr lieben Menschen da draußen und herzlich willkommen zu diesem Let's Test. Ich werde es nicht komplett durchspielen, aber wie ihr es vielleicht schon am Namen seht, es ist ein Spiel vom Neo Magazin Royal mit Jan Böhmermann. Und zwar ist das ganze Game Royal und ist ein bisschen angelehnt an die ganzen alten Monkey Island Titel. Point and Click, ganz klassisch, aber natürlich komplett in die heutige Zeit geholt. Und ja, wer den Böhmermann kennt, weiß, der nimmt kein Blatt vor den Mund und ist überaus gesellschaftskritisch und auch nicht gerade lieb und nett so manchen A- bis Z-Promi gegenüber. Und ich wollte einfach mal schauen, was dieses Spiel zu bieten hat. Es ist umsonst erhältlich. Ich werde die Seite nachher mal in die Videobeschreibung packen. Es gibt auch noch einen zweiten Teil davon. Den kann man unter anderem bei Steam kaufen. Der kostet ungefähr 5 Euro. Und einen dritten Teil gibt es auch noch. Das ist aber ein Jump'n'Run, den gibt es fürs Handy. Und ich habe gedacht, wir schauen uns einfach mal diesen ersten Teil an und schnuppern mal ein bisschen, ich hoffe, Sarkasmus. Oh, das würde ich feiern. Okay, automatisches Speichern ist immer sehr gut. Tief in Köln-Hahnwald. Die Maison Böhmermann. Williams Text ist auch fertig. Schnell zum Flugzeug, die Show fängt gleich an. Ach, wie geil. Es ist sogar komplett eingesprochen. Ha! Oh nein, sogar das Intro haben die nachgespielt. Neo Magazin Royal, das Spiel. Mit Jan Böhmermann. Ach, wie witzig. Episode 1. Jäger der verlorenen Glatze. Sehr gut. Hihi. Hallo, hallo! Ein herzliches Willkommen zu Neo Magazin Royal, Jäger der verlorenen Glatze. Die Show geht bald los. Hilf mir, William sein Sendungsbuch zu übergeben. Du kannst mich durch die Gegend steuern, indem du einfach irgendwo in den Raum klickst. Um mit irgendwelchen Objekten und den ganzen Verrückten hier zu interagieren, halte die Maustaste kurz gedrückt. Dann okay. Kannst du auswählen, ob ich ein Objekt oder eine Person anschauen, benutzen oder aufheben oder zutexten soll. So, los geht's. Jetzt schnell William seine Texte geben, dann kann die Show auch endlich anfangen. Okay. Grün und komisch gewachsen. Wir nennen sie Claudia Roth. Oh Mann. Oh Gott. Das will ich nicht haben. Warum nicht? Kannst du sie zu texten? Da rede ich mir ja den Mund fusselig. Okay, da geht's zum Situation Room. Was ist das? Da geht es in den Partyraum. Partyraum. Da sehe ich mich. Abgeschlossen. Nein! Was haben wir hier? Stromkasten? Lieber nicht. Okay, auch nicht mit interagieren. Was haben wir hier? Die Tür zur Teamtoilette. Git. Geh da rein. Abgeschlossen. Okay, es ist alles abgeschlossen. Was ist hier? Ist ein Notausgang? Dahinter sind noch mehr Räume. Wow. Unendliche Möglichkeiten. Abgeschlossen. Hätte es geben können. Okay. Da geht's zur Bühne. Dann gehen wir mal in die Maske, oder? William? Das ist Williams Spind. Habe ich da ein Geräusch gehört? Klemmt irgendwie. Was war das für ein Geräusch? Das frage ich mich auch gerade. William! Bist du da drin? Bist du da drin? Okay,
Okay, dann gucken wir uns mal die Waschmaschine. Da sind entweder Williams Pullover drin oder es findet ein Holi-Festival statt. Ja, stimmt, er hat immer sehr bunte Pullover angehabt. Okay. Oh, habe ich jetzt was aufgenommen? Achso, okay. Say what? Nein, nur ein Komplett-Make-up pro Woche. Steht in meinem Vertrag. Das bleibt schön hier. Williams Kamerahut. Damit dreht William auch Filme für Pornhub. Lieber nicht, klebt ein bisschen. Okay. Oh, Wolfgang Job, bist du es? Ach nee, nur ein Ledersessel. Das Spiel ist schon sehr böse, aber die Sprüche sind schon schlecht. Das würde ich leider gerne machen. So, können wir hier sonst irgendwas machen? Was haben wir hier mit dem Spiegel? Selbst hier habe ich einen Nasenschatten. Verdammter Lichttürke. Ernsthaft? Das Spiel ist extrem böse. Also hier brauchen wir irgendwas zum Aufhebeln. Okay, verstanden. Aber konnte ich hier jetzt nicht was rausnehmen? Hier zu Pulli. Benutze Pulli. Ein William Pulli. 100% Alpaka-Wolle. Ja, fein. Ich kann einfach durchgehen. Ja, geh doch. So. Hä? Ah, jetzt macht das. Okay. Gehen wir als erstes auf die Bühne. Oder was war da hinten nochmal? Ja, gehen wir mal in den Situation Room. Hey, Boss. Hallo, Herr Böhmermann. Ey, Leute, hat einer von euch William gesehen? Raspelt der sich da die Hornhaut von den Füßen? Oh Gott. Ein Bällebart, das entschädigt. Da drin verstecken sich die Autoren immer. Ich möchte mich da drin auch verstecken. Eine Kreditkarte. Wer hat die denn hier verloren? Okay. Oh, eine Gagmaschine. Die Gagmaschine. Sie produziert die ganzen Gags. Nicht nötig. Mein Witzeköcher ist voller als Jenny Elvers auf dem roten Sofa. Oh Gott. Und das meinte ich. Also es kriegt jeder sein Fett weg. Also austeilen kann der Böhmermann immer sehr, sehr gut. Ein Hut? Was da wohl drin ist? Wärst du lieber ein depressives Einhorn oder ein mega schlauer Nacktmull? Ja, Leute, was wärt ihr lieber? Ich denke, wenn man sich meine YouTube wieder anguckt, dann bin ich wohl das depressive Einhorn. Ja, Raspelkönig. Das ist der Beefträger. Er bringt den Beef. Ach, das ist der Beefträger, stimmt. Der ist viel zu schwer für mich. Das ist Bart. Der tut nix. Der will nur spielen. Ja, so sieht er auch aus. Der Letzte, der das versucht hat, sieht jetzt aus wie Claude Oliver Rudolph. Wer sind Sie und was machen Sie hier? Ich bin der Beefträger. Ich bringe den Beef. Na komm. Haben Sie denn auch einen Beef für mich? Ich habe hier einen in meiner Beeftasche. Oh, ich muss ihn hier irgendwo verloren haben. Den brauche ich doch für die Sendung. Boah, was machen Sie da mit der Hornhaut rum? Ich will's eigentlich nicht wissen. Kleine Schwachstelle. Haben Sie zufällig unseren DJ Will.i.am gesehen? Leider nein. Im Normalfall findet man ihn doch immer in der Maske beim Haarekämmen. Er reagiert nicht immer, wenn man auf die Texte klickt. Was machen Sie da mit der Hornhautrommel? Parmesan fürs Catering. Igitt. Okay, er hat nicht alles für die Sendung. Können wir wieder raus? Ihren? Nein? Ich würde Tschüss sagen. Ah ja. Ah, dann ist gut. Bis später. Dankeschön, Herr Böhmermann. Kann ich Sie vielleicht noch um ein Autogramm... Tut mir sehr leid, aber ich muss weg. Leider keine Lust. Leider keine Lust. Leider keine Lust. Ah. Die Wall of Beef.
Ist Erdogan drauf? Ich hasse die, aber ich liebe die auch. Aber ich hasse die, aber ich liebe sie auch. Aber ich hasse sie. Aber ich liebe sie. Vielleicht Flair ganz nach oben? Ach, lassen wir erstmal so. Sehe ich aus wie Markus Lanz? Okay. Können wir mit ihm reden? Das ist bestimmt auch sehr erquickend. Hi, Bart. Hey, Boss. Sag mal, was machst du hier eigentlich? Ich pass auf, dass hier keiner von Axel Springer reinlatscht. Hast du unseren glatzköpfigen Sidekick gesehen? Nee, aber im Zweifelsfall ist er am Buffet zu finden. Okay. Klick, 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 klick. Klick. Es reagiert nicht. Kleine Schwachstelle, aber es spielt es umsonst, muss man ja auch mal so sehen. Wie bist du eigentlich zu deiner Gesichtstätowierung gekommen? Na, mit dem Bus. Ach so, ja, macht Sinn. Wow, der war flach. Sehr, sehr flach. Ach, okay. Ist egal. Man sieht sich. Aber was anderes können wir hier nicht machen, oder? Oh, eine Weltkarte. Mein Reich! Das soll alles einmal mir gehören. Da wird der Adi in mir ganz sentimental. Böse? Sehr, sehr böse. Nein, danke. Da rede ich mir ja den Mund fusselig. Okay. Können wir sonst irgendwas machen? Den Beefträger. Den Hut. Wall of Beef. Gagmaschine. Okay. Dann gehen wir mal Richtung Bühne, oder? Bist du? Captain Obvious. Okay. Nein, nicht in die Maske. Nein! Wieder raus. Das ist Captain Obvious. Ich kann ihn nur um Hilfe bitten. Alles klar, machen wir. Hallo, Captain Obvious. Hallo, Jan. Frage stellen. Hast du William gesehen? Zu dieser Zeit lässt er sich meistens die Glatze pudern. Okay, den Hast Beef. Du irgendwo Beef herumliegen sehen? Du wirfst doch Post eh immer gleich weg. Das ist das Einzige, was mich bisher wirklich stört. Ich habe jetzt schon, weiß ich nicht, 15 Mal geklickt und es tut sich noch nichts. Ah. Weißt du noch, wo ich den Toilettenschlüssel verstecken wollte? Dem Geruch nach in deinem Büro. Okay. Oh nein, selbe Situation wie gerade. Na komm. Na komm. Mal rausklicken. Klappt's jetzt? Okay. Das hatten wir schon. Klicken wir wieder raus. Ich finde noch den Trick raus, wie das besser geht. So. Ich wollte nur mal Hallo sagen. Haha, das hast du gemacht. Das haben wir. Falls ich dir noch irgendwie helfen kann, komm rum. Ich kann mir deinen ganzen Kram mal anschauen. Vielleicht fällt mir dazu noch was ein. Okay, er ist so eine Art Cheater, wa? Geh jetzt zur Kreditkarte von Markus. Ach, das ist die von Markus Lanz, okay. Wir wollen mal zur Bühne, oder? Ich darf noch nicht auf die Bühne. Ah, okay. Absoluter Horror für einen Künstler wie mich. Dann gehen wir nochmal in die Garderobe, oder? In die Maske. Können wir mit der Kreditkarte hier was aufhebeln? Mega Fail. Die Kreditkarte ist zerbrochen. Ja, dafür ist der Spind jetzt auf. Ah, und ich habe schon gedacht, nein. Machen auf. Potztausend. Ein Geheimgang, wie bei fünf Freunde. Da geht's wohl runter in den Quotenkeller. Dann sollten wir da rein. Nein! Geh jetzt zu Geheimgang.
dieser William? Hierher verschleppt er nach der Sendung immer seine Groupies. Okay, es ist noch sehr dunkel. Das ist ein richtiges Verlies. Geh zu Skelett, da schauen wir uns Lena mal an. Lena hat aber ganz schön zugelegt. Die muss hier bleiben. Kiste mit Krempel, das ist immer gut. Hier hätte der Trödeltrupp sicher seine große Freude. Ernsthaft? Kiste mit Seepferdchenabzeichen. Ach, die sind noch von meiner Flüchtlingshilfsaktion Seepferdchen für Afrika übrig. Sehr böse. Ach, die liegen eigentlich ganz gut da. Latexanzug. 50 Shades of Cohn. Ich lass ihn lieber hier. Ich will gar nicht wissen, was er damit macht. Eigentlich schon. Nein. Okay, wir lassen's. Kanister? Da steht ein Kanister. Können wir den mitnehmen? Tatsächlich. Handschellen. Hoffentlich liegt hier nirgendwo der dazugehörige Polizist. Ich glaube nicht. Ja, witzig. Glump. Ach, du dickes Ei. Jede Menge leerer Glumpdosen. Das erklärt einiges. Der hat ja, glaube ich, sein eigenes Getränk rausgebracht. Ach, scheiß aufs Dosenpfand. Weg mit dem Gerümpel. Willy Vanilli? Der alte Tiger hat sich mal wieder ins Koma getrunken. Fuck. Ihm ist wohl der Erfolg zu Kopf gestiegen. Da hilft nur eins. Becken? Damit er rechtzeitig wieder auf die Beine kommt, muss ich ihm ein Konterglump Trademark verabreichen. Trademark. Hey, sehr. Hi, Jan. Bastel Brothers. Ihr kommt gerade richtig. Habt ihr noch Glump für mich? Leider nicht, aber wir können dir das Rezept geben. Diktier's bitte in meine Apple Watch aus purem Gold. Unser Glump ist ein Geheimrezept, das einige der folgenden Zutaten enthält. Cola, Alkohol, Zitrusaroma, ein paar Tropfen Alpakaschweiß, alles in Kanister, gut schütteln und zack, fertig. Glump. Ach cool, danke, das klingt ja unkompliziert. Wenn du noch Fragen hast, du findest uns in der Werkstatt. Wo auch immer die ist. Okay, und das erste Puzzleteil haben wir. William Cohn. So stelle ich mir eine Geburt vor. Der dünne, blasse Junge trägt den dicken alten Mann. Sehr lustig. Okay. Wir wissen zumindest, wo er ist. Das ist schon mal sehr viel wert. Warte mal, hier war noch ein Kostüm. Warte mal, Skelett. Ich hab doch gerade auf ein Kostüm geklickt. Oder? Skelett. Seepferdchenabzeichen? Nö. Ja, dann gehen wir nochmal hoch. Okay. Eigentlich müssten wir irgendwie zum Catering kommen, oder? Die Bastel Brothers haben wieder alle Türen aufgelassen. Ja, fein. Das nutzen wir doch mal. Garderobe vom Relefanten. Diese Tür ist irrelevant. Ha! Ein Wortwitz, den ich mag. Hat sich eingeschlossen. Okay, Garderobe von Andi. Das ist die Garderobe von Adi. Direkt neben meiner. Adi. Zufall? Was liegt denn da? Hat sich eingebunkert. Und Jan. Schön wie ein Kinderzimmer. Meine Garderobe. Sehr gut. Hier haben wir die Cola. Cola ist mein Schmusi. Schmusi. Aber sag bloß keinem, dass ich gar keinen Glump-Trademark trinke.
Schnell eine Cola, bevor ich wieder zitter. Brauche nur noch was zum Öffnen. Meine Moncler-Jacke, gefüllt mit K1s Echthaar. Hier ist es schon warm genug. Manager-Spielzeug. Das sind meine Eier aus Stahl. Jetzt nicht. Microsoft, das Apple des kleinen Mannes. Vom Preis her ja. Oh, jetzt geht's ab. Ach, wie geil ist das denn? Windows 95. Ah, da wird mir ganz warm ums Herz. Die Geräusche. Stark. Ach, das war's schon. Egal, das war's wert. Allein diese Sequenz war es wert, dass ich dieses Spiel runtergeladen habe. Okay, hier haben wir eine Schublade. Anschauen. Eine Schublade. Und jetzt? Ist da was drin? Ne. Serviette. 25.000 Stück Laugengebäck für den Freundschaftspreis von 17.500 Euro. Ob man das bei der Steuererklärung geltend machen kann? Auf jeden Fall. Ich würde es versuchen. Ein Longboard. Überall diese verdammten Longboards. Longboards sind Wrongboards. Longboards sind Wrongboards. Jetzt nicht. Außerdem habe ich keinen Führerschein. Ich trenne Fanpost und Hate-Mails. Eine Beef-Bombe von Campino. Endlich wieder Beef. Kann ich die im Computer öffnen? Damit bin ich lieber vorsichtig. Oh. Was haben wir hier? Der Prism Computer. Das Intro war damals geil gemacht. Der spart uns 30 Mitarbeiter. Jetzt nicht. Oh. 25.000 Stück Laugengebäck für den schon. Freundschaftspreis von 17.500 Euro. Ob man das bei der Steuererklärung geltend machen kann? Ich mag es, wenn Bilder von mir an der Wand hängen. Das ist wie zu Hause. Das ist Rudi Carell. Das bleibt schön hier. Schön draußen. Wenn die Sonne kommt, muss ich aber zuziehen. Wegen des Teints. Nein. Einfach nein. N-E-I-N. Nein. Okay. Wir haben den Beef. Wir haben die Cola. Dann schauen wir mal weiter. Lüftungsschacht. Hier haben wir Joko und Klaas schon mal beim Spionieren erwischt. Ich arbeite zwar fürs ZDF, aber ich bin nicht blöd, ne? Ach, die Poster kann man auch angucken. Ponyboxen mit Jürgen Domian. Ponyboxen? Ach, herrlich. Ein Tourplakat vom Beate Zschäpe Musical. Da hat selbst Andrew Lloyd Webber geweint. Ja, aber bestimmt nicht vor Freude. Nein, danke. Okay, was ist das? Beats im Kies, das war geil. Ist das ein Durchgang? Gehen aber erstmal ein Stück weiter. Ein Plakat vom Satanstrianglisten, meinem ersten Film. Steht da Zirkus Halligalli? Ein Plakat von Zirkus Halligalli, zur Abschreckung meiner Mitarbeiter. Damit sie wissen, wo sie landen, wenn sie sich nicht genug anstrengen. Das fasse ich nicht mal mit der Kneifzange an. Das bleibt schön hier. So, da hinten geht's nicht weiter. Hoffentlich hat Photoshop Philipp nicht wieder was im Kopierer vergessen. Oh, das möchte ich aber herausfinden. Okay. Eine Tageskarte für den Heidepark Soltau für ein Filmteam inklusive zwei Wumbo-Figuren. Genau 1.000 Euro. Ob man das bei der Steuererklärung geltend machen kann? Ja, klar. Nimm mit. Eine Tageskarte für den Heidepark Soltau für ein Filmteam inklusive zwei Wumbo-Figuren. Genau 1.000 Euro. Ob man das bei der Steuererklärung geltend machen kann? Dann können wir leider nicht in den Heidepark.
Ah. So, was haben wir hier? Das ist die Werkstatt, ne? Geh zu Trichter. Den brauchen wir doch bestimmt, oder? Trichter Alexander Holt. Ah. Solche Wortwitze liebe ich. Solche Wortwitze liebe ich. Mikrowelle? Der Thermomix des kleinen Mannes. Das stimmt. Wer braucht schon Thermomix? Nie hat man Popcorn dabei. Ich weiß, Thermomix ist so eine Geschichte, da spaltet sich die Gesellschaft. Ich finde, man braucht's nicht. Aber jeder, der einen hat und damit glücklich ist, leben und leben lassen. Den haben die Bastel Brothers vom Schraubstock-Festival. Leider fehlt die Kurbel. Das ist schlecht. Die Kurbel fehlt. Ja, ich hab's verstanden. Ja, dann... Das sind die Bastel Brothers, Marcel Magic und Simon Spectacular. Simon Spectacular. Die benutzen lieber, als dass sie benutzt werden. Ah, das Hi, Bastel Brothers. Hi Jan, das wird echt jedes Mal lustiger. Ist er auch von Conan geklaut? Hat er sich endlich mal gemeldet? Klick, 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 klick. Klick. Sag mal. Feuer, wofür brauchen wir Feuer? Habt ihr Feuer für mich? Leider nicht. Willst du wieder Fürze anzünden? Verdammt, ich muss wirklich meine Webcam abkleben. Was bastelt ihr denn Schönes? Wärmedecke, Aktenvernichter, zack, fertig. Lametta. Okay. Wir brauchen auf jeden Fall noch Alkohol und Alpaka-Schweiß für das Rezept. Bloß die Frage, ob wir das jemals finden werden. Oh, ist das Klicken mühselig. Ach, schon gut. Wir gehen noch einmal raus und gucken noch einmal, was in dem anderen Gang ist. Zack, fertig. Tschüss. Okay, vielen Dank. Ach nee, das war der Durchgang, ne? Ja gut. Ich würde mal sagen, ich belasse es dabei, meine Freunde. Ist witzig gemacht. Also wenn man etwas für den Böhmermann übrig hat, der spaltet ja auch so ein bisschen die Meinung. Die einen finden seinen Humor klasse, die anderen finden ihn absolut grenzwertig und nicht witzig. Ich finde, manche Gags sind wirklich gut. Jetzt beispielsweise hier mit dem Poster von Domian. Das große Ponyboxen ist ein Flachwitz, aber finde ich klasse an der Stelle. Manche Sprüche, ja okay, sind vielleicht ein bisschen drüber. Aber im Großen und Ganzen ist das Ganze humoristisch zu betrachten. Und ich muss sagen, für so ein kleines, gratis Spiel, was die rausgebracht haben, ist es wirklich schön gestaltet. Also kann man nichts sagen. Gefällt mir. Und ja, probiert's aus. Wie gesagt, ich verlinke euch das Ganze in der Videobeschreibung. Und ich hoffe, ihr hattet ein bisschen Spaß und habt einen kleinen Einblick bekommen. Und vielleicht habt ihr ja Bock, die Reise einfach weiterzuführen. Und ich bedanke mich auf jeden Fall fürs Zusehen und wünsche euch allen noch einen wunderschönen Tag und sage bis später. Oder später? Ja, ist jetzt die Frage, wann ich dieses Video hochlade. Bis zum nächsten Mal ist besser. Haut rein. Ciao.